Vater und Sohn machten eine Wanderung. Plötzlich fiel der Junge hin und verletzte sich am Knöchel. Der Schmerz ließ ihn laut aufschreien: Au! Zu seiner Verblüffung hörte er die Stimme aus den Bergen: Au! Au! Nun war seine Neugierde geweckt. Wer schreit hier? Und wieder hörte er die Stimme: Wer schreit hier? Wer schreit hier? Du bist toll, rief der Junge aus den Bergen, halte es an. Du bist toll. Du bist toll. Der Junge war verärgert, weil die Stimme ihn offensichtlich verspottete und rief: Du Idiot! Die Stimme ließ nicht lange auf sich warten. Du Idiot! Du Idiot! Vater, wer ist das? Wollte der Junge wissen. Der Vater musste schmulzen. Das nennt man Echo. Was wir sprechen und tun, wird am jüngsten Tag zu uns zurückkehren. Und Allah wird uns erinnern, wie das Echo. 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 Mein Junge, Allah sagt im Koran: Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele anflüstert. Und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader. Meine verehrten Geschwister, wir als Personen, die überzeugt sind, dass Allah uns jederzeit sieht und uns sowohl beim Verborgenen als auch beim Offenkündigen beobachtet, sollten wir aufrichtig mit unseren Worten und Handlungen sein. Wir sollten uns von Worten und Handlungen fernhalten, über die wir keine Rechenschaft ablegen können. Möge Subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Sagt alle Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.